Typhoon F12. Sag mich fett, ey. Die brauche ich auch. Erster Schuss heute mit dem 50er. Jetzt habe ich einen 50er geschossen und dann darf ich leider mit dem 3er schießen. Das ist schon eine echt geile Zigarre. Dann kannst du dich die nächsten Jahre um die komplett um die Aufregung kümmern. Kann direkt von Aufregung reden. Okay. Geil, aber ich muss ehrlich sagen, ich hätte es mir noch heftiger vorgestellt. Ich hätte es mir noch krasser vorgestellt. Also die Mündungsbremse, die macht davon ihren Job. Muss man mal gemacht haben, richtig geil. Das wird meine neue Lieblingswaffe. Wir sind hier am Range von der Patrolling Academy. Ich führe euch jetzt das neue AR-5 Diamond Back vor. Es kommt von Leader Trading, ja, in Deutschland. 38 Spezial, als Optik haben wir das Steiner S332 drauf mit dreifach fester Vergrößerung. Und jetzt machen wir ein paar Schuss. Okay, jetzt ein paar Schuss im Stehen. Über 200 Meter muss er. Erster Eindruck, macht richtig viel Spaß. Man spielt sehr wenig Rückschlag. Funktioniert frei. Kann ich nur empfehlen. Dann testen wir mal das Heckler und Koch bei 308. Dieses Mal Setup Steiner M5 XI 3x15x50. Macht jedem Laune. So, Schuss. Eindruck. Mega geil. Jetzt mal Cap. Ein bisschen mehr Power. Ui. Mal glatt die Brille. Einfach nur geil. Jetzt noch die Steyr Aug zu 3. Dämpfer dieses Mal mit der Holosan Optik. Haben wir ein bisschen Spaß. Schaut mal rein. Steiner Aug A3, noch nie geschossen, das erste Mal. Ich freue mich.
lieber 50. Keine Ahnung, wie viel Schuss Schrot das waren, aber das waren mehrere tausend, die da gestern drauf gegangen sind. Jetzt guckt euch mal diese Kanister hier an. Das hat mit dem Kanister nichts mehr zu tun. Das sieht total, keine Ahnung, als hätte man die Kanister genäht, irgendwie aus Wolle. Wahnsinn, das fühlt sich wirklich an wie so, keine Ahnung, es ist immer noch fest, es sieht aber aus, als wäre es einfach aus Stoff genäht und man könnte es einfach so zusammendrücken. Also das sieht krass aus. Das waren mal Kanister, die sehen aus wie alte Teppiche. Also absolut brutal. Und hier, wenn das Kreta sehen würde, wie die Bäume hier leiden müssen. Also die haben natürlich auch richtig hier was mitmachen müssen. Die natürlich hier direkt am Kugelfang stehen. Auch der hier, der ist mal richtig massiv zerschossen. Da läuft der Harz hier raus. Wahnsinn, aber der ist eh schon komplett tot. Ja, normalerweise gibt man alle heute hier da drauf schießen, dann fällen wir das Ding und machen heute Abend ein schönes Lagerfeuer. Ja, dieser riesen Bleiklumpen, der kommt davon, dass wenn man ständig auf die Stahlblades ballert, spritzt er natürlich das Blei drumherum, sag ich mal, 360 Grad und immer auf dem Fußboden, natürlich immer auf dieselbe Stelle. Und da haben wir wirklich so einen Klumpen Blei jetzt mittlerweile da vorne, also mehrere, ist halt ein richtiger Streifen, aber genau frontal runter. So, jetzt schaut euch mal diesen Krater an, der hier lang fährt. Und der ist wirklich nur durch die Splitter, weil die alle gegen diesen Blade hier schießen. Und da der schräg steht, gehen die Splitter natürlich nach hinten und nach unten. Und wir haben wirklich hier so eine richtige Furche lang gefahren. Ja, hier wird es natürlich immer tiefer. Aber mal guckt hier, wie tief das hier drin ist. Das ist eine richtige Regenrinne. Jetzt schaut euch mal wirklich hier diese Splitterklumpen an. Hier sind richtige Bleibatzen. Hier, nur Blei. Das ist einfach nur Blei. Richtige Batzen kann man hier rausdrücken. Das ist richtig brutal. Sieht man erstmal, was für eine Energie dahinter steckt. We'll be right back.